Vor ihm ist nichts sicher. Er ist professioneller Taschendieb. Sein Name Giovanni Aleci. Das Wichtigste beim Taschendiebstahl ist die Ablenkung, natürlich auch die Schnelligkeit und die Fingerfertigkeit. Und zu 80% hat man auch Erfolg. Lassen sich Leute wirklich so leicht beklauen? Das wird Giovanni Aleci jetzt in der Frankfurter Ladenpassage Maizeil zeigen. Solche Zentren sind, genau wie Supermärkte, beliebte Orte für Täter. Giovanni Aleci ist übrigens kein echter Taschendieb. Der Zauberkünstler klaut, um aufzuklären, und zeigt uns heute drei typische Tricks. Als erstes der Jackentrick. Ein Opfer ist schnell gefunden. Und schwupps ist die Tasche weg. Die Beute reichlich. Alles drin und da wäre auch Bargeld drin gewesen. Auch noch ein Handy, das hätte sich auch noch mal gelohnt. Bisher hat unser Opfer noch nichts bemerkt. Wurde es schon einmal beklaut? So komplette Handtasche noch nicht, Gott sei Dank. Ja, ja. Gut, sie passen ja auch immer sehr auf, ne, dass eigentlich man ihnen schon, ja nichts klaut. Also wenn ich jetzt ins Buffet gehe, nehme ich die Tasche mit. Ja, ja. Und während sie essen auch, oder? Oh je, na, ist sie schon weg. Super. Für unseren Dieb eine Sache von Sekunden. Hinten haben sie keine Augen, da kann es ganz schnell gestohlen werden. Also lieber dann die Tasche auf den Tisch legen, ja. Sichtbar hier auf dem Tisch, aber sogar da kann sie gestohlen werden. Besser wäre es, wenn sie es, ich weiß nicht, ob sie es sehen können, einfach um ein Stuhlbein das da drum legen, dass die das nicht wegziehen können. So, wenn ich es jetzt wegziehen möchte, schauen Sie mal, dann müsste ich schon Ihren Stuhl anheben. Funktioniert kein zweites Mal, oder? Taschendiebe schlagen in Deutschland immer öfter zu. 2013 wurden knapp 136.000 Fälle angezeigt, ein Jahr später fast 16% mehr. Laut Kriminalstatistik wurde 2014 damit ein Höchststand erreicht. Meist sind Frauen die Opfer. Besonders beliebte Reviere für Taschendiebe sind Bahnhöfe von Großstädten und öffentliche Verkehrsmittel. Frank H. ist verdeckter Ermittler der Bundespolizei am Frankfurter Hauptbahnhof und darf nicht erkannt werden. Mit einem sechsköpfigen Team ist der Oberkommissar täglich Taschendieben in und um den Bahnhof auf der Spur. Das ist nötig, denn die Täter sind hier selten allein. Wir haben in der Regel zwei Täter. Einer, der das Opfer ablenkt, und der andere stiehlt dann das Gepäck. Häufig arbeiten die Täter auch in Gruppen zusammen, wie bei diesem Beschmutzertrick. Einer der Täter hat bereits Senf auf den Koffer gespritzt, ein anderer bietet dem Opfer Hilfe an, lenkt es ab. Ein Dritter schnappt sich das Diebesgut. Als das Opfer bemerkt, was los ist, wird es auch noch in die falsche Richtung geschickt. Nur ein Bruchteil der Taten kann später aufgeklärt werden. Knapp 8.000 Taschendiebe wurden 2014 bundesweit auf frischer Tat ertappt. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. Unser Trickdieb sucht sich inzwischen sein nächstes Opfer beim Drängeltrick. Dabei geht er auf Tuchfühlung, um Beute zu machen. Anschließend klären wir den Diebstahl auf. Die junge Frau möchte unerkannt bleiben. Tasche? Aus der Jackentasche. Ja, da habe ich Ihnen das rausgeklaut. Gerade beim Vorbeigehen wollen, hatte ich das eben so ganz vorsichtig hier so rausgezogen. Und dann haben Sie sich auch umgedreht in dem Augenblick. Möchten Sie vorbei? Nö, ich habe ja mein Handy ja schon. Und so leicht geht es, dass man rausklauen kann. Deswegen das Handy niemals so offen in der Tasche. Lieber irgendwo innen drin oder in die Tasche rein, die sehr gut nach vorne hängt. Das ja auch gut umhangen, also das wäre alles sicher. Nur hier außen kommt man leicht dran, wenn man mal eben schnell gucken möchte. Aber so wie Sie leicht dran kommen, komme ich natürlich auch leicht dran. Allein auf dem Frankfurter Hauptbahnhof wurden im Jahr 2014 2.300 Delikte bei der Bundespolizei angezeigt. 40% mehr als im Jahr davor. Wie oft bekommen die Opfer ihre Sachen zurück? Wir haben eine Aufklärungsquote von 8%. Das sind eigentlich die Taten, die wir auch selbst beobachten können. Das heißt, wir kriegen nicht jeden, wir können nur im Nachgang noch nachermitteln. Taschendiebstahl ist das Delikt mit der niedrigsten Aufklärungsquote.
Im Bundesdurchschnitt wurden 2014 nur knapp 6% der Fälle aufgeklärt. Der Fokus der Diebe hat sich dabei verändert. Früher war es das Portemonnaie, da hatte jeder noch 100 Mark und 100 Euro in der Tasche. Mittlerweile sind die Smartphones sehr beliebt oder Laptops, die mitgeführt werden. Die bringen auf dem Schwarzmarkt natürlich die gewisse Summe, die eine Geldbörse nicht unbedingt vorweisen kann. Zurück zu Giovanni Aleci. Ein Smartphone offen auf dem Tisch, zusammen mit einer Geldbörse. Perfekt, denn nun kommt der Ablenkungstrick. Der Täter fragt dabei nach dem Weg und legt zum Beispiel eine Karte auf den Tisch. EC-Karte, Führerschein, alles weg. Entschuldigung. Danke, dass Sie gerade so hilfreich waren. Ich habe hier etwas von Ihnen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon aufgefallen ist. Beide sogar. Nicht schlecht. Ja. Da sieht man, wie schnell es geht. Ja, das ist so, wenn man hilfsbereit ist und da kommt ein freundlicher Typ, der eben kurz nach dem Weg fragt, hier sich so drüber lehnt und dann eben hier das Ganze so schön vorsichtig abgreift. Ach, genau da muss ich hin. Ja, und dann greift man das so ab und man merkt es gar nicht und dann sind die Sachen schon verschwunden. Deswegen immer schön vorsichtig sein, ne, damit sowas eben nicht passiert. Und am besten, wenn ein Fremder kommt, immer die Wertsachen erstmal beiseite ziehen und festhalten und dann behilflich sein. Dann kann auch nichts mehr passieren. Unser Dieb hat innerhalb weniger Stunden reichlich Beute gemacht. Für ihn kein Grund zur Freude. Also ich würde mir eher wünschen, dass die Leute aufmerksamer wären, misstrauischer wären und eher die Taschendiebstähle verhindern würden. Dann wäre ich glücklicher. So wie diese junge Frau. Also, Wertsachen nie aus den Augen lassen. Dann sind Langfinger bald arbeitslos.